herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres angezockt Starbase Startopia. Ist ein Zungenbrecher für mich, ich weiß nicht warum. Ja, wir hatten schon mal die ersten beiden Tutorial-Missionen durch in der ersten Folge. Jetzt geht's an die dritte, ans Biodeck. Auf geht's. Initiere Begrüßungsprotokoll. Willkommen beim Einführungslehrgang Biome auf Startopia, Command R. Commander, Sie müssen wissen, dass Crates leider eine Maximalhaltbarkeit besitzen. Liegen diese zu lange nur herum, gehen sie kaputt und sind lediglich noch in Form gepresster Müll. Um dies zu vermeiden, können Crates in einem Frachtraum eingelagert werden, wo sie in einer Temporalschleife davor geschützt sind, kaputt zu gehen. Ich habe bereits einen Frachtraum vorplatziert. Grundsätzlich kümmern sich Ihre Fuzzies selbstständig darum, Crates einzulagern. Sie können diese aber auch unterstützen und mittels des Materiespeichers Crates aufnehmen und in den Frachtraum beamen. Command R, beginnen Sie mit der Ausführung. Commander, Sie können auch mehrere Objekte gleichzeitig aufnehmen. Probieren Sie es einfach mal aus. Um ein Objekt aus dem Materiespeicher abzusetzen, markieren Sie bitte das Objekt im Materiespeicher und nutzen Sie Ihr Startopia Basis Simulator Eingabegerät, um es an der Stelle abzusetzen, die Ihr virtueller Marker anvisiert. Wie geht denn das? Okay, jetzt geht's mit einmal. Warum das eben nicht ging, weiß ich nicht. Famos, wie Sie diese einfache Aufgabe gemeistert haben. Crates erhalten Sie auf unterschiedlichsten Wegen. Im Zuge dieses Lehrgangs werden wir uns aber auf das Biodeck konzentrieren. Wechseln Sie nun bitte auf das Biodeck. Ich will das erstmal einsammeln. Da ist nichts weiter. Verdorbene Ware. Okay, das ist schon verdorben. So. Damit das hier an der Seite nicht zu viel wird. Und jetzt sollen wir aufs Biodeck. Willkommen auf dem Biodeck, Commander. Hier gibt es verschiedene Biome, in denen verschiedenste Pflanzen wachsen. Ist eine Pflanze vollständig ausgewachsen, kann sie über ihre Detailansicht geerntet werden. Bei diesem Erntevorgang werden die Pflanzen durch Molekulartransmutation in Ressourcen umgewandelt und sofort in Crates verpackt.
Übrigens produzieren Sektoren auf dem Biodeck auch noch Sauerstoff-Crates, die für Atmosphärefilter benutzt werden. Diese Produktion korreliert mit der Anzahl an Pflanzen in diesem Sektor. Feuerpalme. Okay. Rechtsklick. Oh nein. Ernten. 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 Acceptable Arbeit, Commander. Manuelles Ernten von Pflanzen kann mühsam sein. Glücklicherweise können Sie Dryaden anwerben, die die Ressourcen von Pflanzen ernten, ohne das Gewächs zu zerstören und auch neue Pflanzen anbauen. Ich rate Ihnen dringend, davon Gebrauch zu machen. Ja, das denke ich auch. Dryaden. Commander, angeheuerte Dryaden bauen sich übrigens ihre eigenen kleinen Behausungen auf dem Biodeck, in denen sie ihre Grundbedürfnisse stellen können. Gratuliere, Commander. Sie haben erfolgreich Dryaden angeheuert. Als nächstes sollten Sie lernen, das Biodeck zu terraformen. Öffnen Sie dazu die Terraforming-Ansicht. Dies ist logischerweise nur auf dem Biodeck möglich. Commander, wie schon erwähnt, können Sie das Biodeck nach eigenem Gutdünken terraformen und unterschiedliche Biome anlegen. Jedes Biom hat seine eigenen Pflanzen, die unterschiedliche Ressourcen beim Abernten ergeben. Außerdem kommen Alien-Besucher auf das Biodeck, um dort ihr Bedürfnis nach Natur zu stillen. Dies können sie in dem Biom tun, das ihrer Heimatwelt entspricht, oder aber durch Wasserflächen, die alle Aliens gut finden. Übrigens können sie die Terraforming-Übersicht nutzen, um ihren Dryaden anzugeben, in welchen Biomen sie Pflanzen anbauen und ernten sollen. Terraformen sie nun einen Teil des Biodecks. Erstmal das Regenwald. Ausgezeichnet, Commander. Füllen Sie nun bitte noch einen Teil des Biodecks mit Wasser. Exzellent, Commander. Sie haben nun gelernt, Crates einzulagern und das Biodeck zu terraformen. Ich beglückwünsche Sie zum Erlernen dieser trivialen Fähigkeiten. Wow. Schon zu Ende. Gut, weiter. Willkommen im Praxislehrgang, Command R. In diesem Szenario befassen wir uns mit dem bisher Erlernten und versuchen, dieses Wissen in der Praxis anzuwenden.
Viel Glück. Initiiere Begrüßungsprotokoll. Willkommen beim Praxistest Command R. Hier sollen Sie lernen, die alltäglichen Probleme zu beseitigen, die beim Betrieb einer Startopia-Basis auftreten können. Diese Station ist eine ziemliche Katastrophe, Commander. Einige Räume sind deaktiviert, Angestellte haben wütend Brand gekündigt, Müll ist allgegenwärtig und Ihre Fuzzies sind liegen geblieben. Also etwa 5 Minuten, nachdem ein RFS-Angestellter das Ruder übernommen hat. Sie sollten die Fuzzy-Ladestation wieder aktivieren, um Ihre Fuzzies aufladen zu können. Die anderen Probleme werden am besten zunächst mit den verschiedenen Scan-Modi identifiziert. Command R, beginnen Sie mit der Ausführung. Welche muss ich denn da reinpacken? Das ist die Recyclingstation. Okay. Das ist die Krankenstation. Commander, die Fuzzy-Ladestation ist nun aktiv. Beamen Sie einen Fuzzy mittels des Materiespeichers dorthin, damit dieser aufgeladen werden kann. Ein was? Ein Fuzzy? Commander, die Kommunikationszentrale hat eine Nachricht über einen galaktischen Putztrupp empfangen. Sie sollten sich das einmal ansehen. Nicht genügend Arbeiter. Bugra. Bugratorianer. Ausgezeichnet, Commander. Ein Fuzzy hat nun wieder interne Energie. Theoretisch kann dieser nun anderen Fuzzys Starthilfe geben, aber sie können die Station deutlich schneller wieder in Betrieb nehmen, wenn sie auch die anderen Fuzzys noch aufladen. Commander, mittels der verschiedenen Scan-Modi können Sie leicht Probleme auf der Station ermitteln, beispielsweise, wo die Atmosphäre gerade besonders schlecht ist. Ich rate Ihnen dringend, diese zu nutzen. Fuzzys laden, das haben wir. Scan-Modi.
Okay. Commander, ich wollte Sie darauf hinweisen, dass Sie mit Ihrer Energie oder Ihrem Prestige in meinem Wallshop zahlreiche Dinge kaufen können. Sie sollten auf alle Fälle einmal einen Blick darauf werfen. Commander, die Kommunikationszentrale hat eine Nachricht von einem reisenden Doktor erhalten. Sie sollten sich das einmal ansehen. Commander, schön zu sehen, dass Sie einen Atmosphärefilter gebaut haben. Commander, die Atmosphäre an Bord scheint sich normalisiert zu haben. Ich denke, wir können diesen Punkt abhaken. Müllroboter brauchen wir auch natürlich. Dekoration brauchen wir erstmal nicht. Anwerben für Dummes Telgor. Telgor fehlt noch einer. So. Das heißt, wir brauchen diese anders. Die Ladestation, Kommunikationszentrale, Recyclingstation, das ist die hier, denke ich mal, ne? Kommunikationszentrale. Da haben wir aus irgendwelchen Grund keiner. So, dann haben wir erstmal von allem was. Ich habe nämlich noch keine Ahnung, welcher wofür ist. Gresuluriana. Brauchen wir 4 Stück. Okay. Commander, ein Objekt ist kaputt gegangen. Glücklicherweise kümmern sich Ihre Fazis automatisch um dieses Problem. Wie üblich müssen Sie nichts tun.
Sie können den Reparaturauftrag aber in der Detailansicht priorisieren. Commander, Ihre Fuzzies haben ein Objekt erfolgreich repariert. Das ist schön. So. Das passiert automatisch. Hier läuft das wohl jetzt auch schon automatisch. Ausgezeichnet, Commander. Sie scheinen das Müllproblem in den Griff bekommen zu haben. Mediplikator. Commander, die Krankenstation scheint wieder vorschriftsmäßig zu laufen. Gute Arbeit. Da sind vier vorhanden. Ja, alles gut. Laut aktueller Umfragen finden die Besucher Startopia insgesamt ganz akzeptabel. Stromnetz angeschlossene Räume. Wie soll ich das verstehen? Sind Atmosphärefilter. Okay, den brauchen wir nicht, weil die sind angeschlossen. Wichtig ist Commander, das hier. Ihre Alien-Besucher sehnen sich nach Natur. Versuchen Sie doch bitte, ein Wasserreservoir anzulegen, um diese Kohlenstofflebewesen in ihrer deprimierenden Existenz etwas glücklicher zu machen. So, damit das Ding auch noch läuft.
Gut, gehen wir erstmal hoch. So, wir sollen hier ein Teil terraformen und Wasser anlegen. Wie war das? Terraforming, genau. Wasser. Ausgezeichnet, Commander. Es scheint, als hätten Sie das mit dem Bedürfnis nach Natur in den Griff bekommen. Ach, hier sind auch noch Räume. Die hatte ich eben gar nicht gesehen. Dann bauen wir doch hier nochmal so ein paar Dinge ein. Das hat er gehakt eben. Einer ihrer Besucher ist verstorben. Was? Ihre Einheiten befinden sich im Kampf. Was? Wieso das denn? Und was kann ich dagegen tun? Ausgezeichnet, Commander. Alle Räume auf dem Fundeck werden nun mit Strom versorgt. Exzellent, Commander. Sie haben nun gelernt, mit größeren und kleineren Problemen auf Startopia umzugehen. Laut RFS sind Sie nun bereit, sich dem Abschlusstest in mehreren Testszenarien zu stellen. Meinen Glückwunsch. Ja, damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann, tschüss.